So, du machst Raise auf Guy. Du hattest gerade Anchi gemacht. Dann kommen jetzt die Level. F Nein, wir haben noch Level 3. Machen wir Feuer. Guy lebt wieder. Sie greifen Layla an. Layla ist immer noch gelähmt. Sie ist wieder gelähmt. Immer noch und wieder. Also die hinteren zwei übrigens, glaube ich, machen nie etwas. Nur die vorderen drei. So, jetzt kannst du endlich weitermachen. Du hattest von Basna gemacht, das heißt, jetzt machen wir Shell. Hier machen wir jetzt Donner. Du darfst endlich angreifen. Okay, Frenia war eh schon verflucht. Ah, Curse geht auf die Gruppe. Stun auf Maria ging daneben. Layla ist immer noch gelähmt. Stun auf Guy hat funktioniert. Das heißt, er ist immer noch beim Angreifen eigentlich. Curse wieder auf die Gruppe. So, Frienir macht als nächstes Protection. Maria macht Blizzard. Die anderen beiden sind noch gelähmt. Irgendwann sollten die ja auch mal wieder aufwachen. Kritischer Treffer, 1001 Punkte Schaden bei Guy. Guy wurde besiegt. Layla ist noch gelähmt. Da wird für den Versuch zu verfluchen. Und Layla wurde verflucht. Gut, Freyja macht wieder Raise auf Guy. Und du machst jetzt Giftwolke. Ich glaube, das seid ihr aber egal. Layla ist immer noch gelähmt. Guy ist auch immer noch gelähmt. Die dürften langsam mal wieder aufstehen. Stun auf Maria ging daneben. Stun auf Layla hat getroffen. Es macht tatsächlich Schaden. Sehr gut. Thank you.
Geist nicht mehr gelebt. Sehr gut. So, wir machen Blink. Da haben jetzt alle durch. Dann geht es weiter mit Sleep. Und du darfst angreifen. Wieder. Oder immer noch. Ja, das hat leider nicht viel geholfen. Weder das Blink noch Protection. Und Guy ist schon wieder besiegt. Das heißt, er hat wieder nicht angegriffen. Schade. Und Layla ist schon wieder gestunt. Gut, Freyonir macht wieder Race auf Guy. Maria macht Stun auf die Gegner und das war's. Guy lebt wieder. Layla wurde wieder gelähmt. So, es leben alle, dann geht es weiter. Hier hatten wir schon alles. Dann geht es weiter mit Feuer. Und hier haben wir noch Blind. Und du greifst an. Oh, Maria ist wieder da. Layla ist wieder da, meine ich. Layla hatte, ich glaube, sie hat einfach nur totgezappert und das war's. Dann macht sie Feuer. Vier dürften die eh nicht mehr aushalten. Wenn ich mich recht erinnere, sind diese Gespenster, also die diese Grafik haben, haben wenig Leben. Das heißt, sie sollten eigentlich demnächst mal besiegt werden. Zermürbt. Fluch auf die Gruppe. Gut, Layla und Freyonir sind ja schon verflucht, da ist das egal. Greift Freyonir an. Macht Giftwolke auf Guy und Guy ist besiegt worden. Der andere hat dann nichts gemacht, das heißt, das war der letzte Angriff und der ging halt leider ausgerechnet auf Guy. Ja, dann müssen wir Guy nochmal wiederbeleben. Maria ist jetzt hier überall fertig. Dann macht sie jetzt Basna. Und du machst Giftwolke. Cloud. Race ging daneben. Nur ein Schadenspunkt. Layla ist auch besiegt.
Reno wurde wieder verflucht. Gut, dann machen wir nochmal Race. Dieses Mal darf es Layla sein. Und hier machen wir Shell. Layla lebt wieder. Und sie macht sogar noch was hat sie überhaupt gemacht? Wir Race. Du machst. Du bist jetzt, glaube ich, überall komplett durch. Du greifst an. Und du hattest vorhin Giftwolke gemacht. Dann machst du jetzt Break. Geil, wurde wieder nicht belebt. Layla ist wieder gestorben. Der ist nicht gestorben. Interessant. Die halten was aus. Leute, ich glaube, ich mache jetzt eine Zwischenform vor. Ich möchte jeden Zauber einmal nutzen und danach greife ich nur noch an. Frini ist gelähmt. Das ist jetzt aber nicht sehr gut. Also Maria greift jetzt nur noch an, Leute. Zwei Angriffe, um sie zu besiegen. Okay. So, ich glaube, der Breakzauber ging nicht durch, Leute. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Giftwolkenzauber durchgegangen ist. Egal. Okay, gelähmt. Greifst an und die anderen beiden sind halt einfach gelähmt. Layla wurde getötet. Naja, solange Maria Frionir noch als Schild hat, ist alles in Ordnung. Oh, der ging sofort. Sehr schön. Der ging auch sofort. Okay, dann, ich möchte natürlich, dass alle leveln, Leute. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Basna auf Rion jetzt zaubern. Ging daneben. Aber er darf wieder, okay. Dann machen wir Race auf Layla.
Und du levelst einfach irgendeinen Zauber. Welchen? Nichts, was sofort besiegt. Mach mir Stopp. Oder? Ah, mach mir Stopp. Der lebt wieder. Dann machen wir Race of Guy. Wir machen wieder Stopp. Und hier haben wir... Wir waren bei Break. Ich bin mir unsicher, ob wir Cloud... ob die Giftwolke durchgegangen ist. Ich mache die zuerst. Guy lebt wieder. Jetzt müssen wir aber doch die Flüche wegkriegen. Das heißt, wir machen jetzt Esner. Und du machst einfach weiter slow. Du machst... Break und Toad möchte ich jetzt nicht machen. Nachher treffen die noch. Blind. Oder? Ach, Blizzard geht auch noch. Okay, Esther ging zumindest bei Layla weg. Guy wurde wieder besiegt. Dann mache ich jetzt erstmal Esner bei Frion hier weg. Und dann machen wir hier Stopp weiter. Und hier Breaker Toad möchte ich erstmal warten. Dann machen wir Blind. Esner ging daneben. Schade. Nochmal. So, dann Fluch können wir machen. Erst dagegen wieder daneben. Doch mal treffen hier. So, dann Sleep. Ist doch nicht. Esner, ich mach dich sogar als Einzelzauber. Du hast vorher als Gruppenzauber bei Layla getroffen. Na, endlich. Dann können wir jetzt Guy wiederbeleben. So, die habe ich jetzt auch alle geübt. Dann würde ich weitermachen mit Donner. Sehr schön. Geil, lebt wieder.
So, dann machen wir ganz normal weiter. Wir waren hier mit denen durch, mit denen auch. Mit... Wann war ich mit denen durch? Keine Ahnung. Ach, ich greife einfach an. Und du machst Break. Sehr schön. 3200 Gil erhalten. Bei Frionia ist die Mariko hoch. Die Weisheit hoch. MP hoch. Bei Maria ist die Intelligenz hoch. MP hoch. Bei Geist sind die HP hoch. Axt hoch. Layla ist die körperliche Fitness hoch. MP hoch. HP hoch. Tod ist hoch. Feuer ist hoch. Geil. Da wird gespeichert. Erst heilen. So. Jeder von denen kriegt eine Heilung direkt. Von beiden. Und das muss dann reichen. Layla ist voll. Speichern.